keine Sorge. Ich bleibe hier. Nein, ich bleibe hier. Ich liebe dich so sehr. Ich dich auch. Es ist alles gut. Ganz ruhig. Es ist alles gut. Sei ganz ruhig. Ich liebe dich auch. Miss Jordan? Wenn ich nicht irre, Miss Sybil Jordan? Ja, die bin ich. Dann muss ich Ihnen unbedingt sagen, dass ich von Ihrem Buch so begeistert bin, dass ich unter allen Umständen die Autoren kennenlernen wollte. Was habe ich nicht alles angestellt, um eine Elliot Reynolds zu finden und ohne Erfolg? Also blieb mir nichts übrig, als meine kleine Beziehung im Verlagswesen spielen zu lassen. Und die haben mich zu Ihnen geführt. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse. Ich habe meine Gründe, wenn ich ein Pseudonym benutze. Ich schätze meine Privatsphäre. Nun ja, und ich schätze Ihr Talent, Miss Jordan, Miss Ren, Jordan. Darauf sollten Sie stolz sein. Das bin ich wirklich. Es ist nur, weil Pearl und ich, wir hatten so viel Spaß beim Lesen, dass wir es Ihnen sagen wollten. Es gibt da einige Passagen, die meine Fantasie besonders angeregt haben. Warum haben Sie Elliot Reynolds nicht als Fan geschrieben? Nein. Es wäre sicher angekommen. Nur mit Schreiben wollte ich mich nicht begnügen. Ich meine, mir ging es darum, Sie kennenzulernen. Das war die einzige Möglichkeit. Die einzige Möglichkeit, aber was wollen Sie? Wie ich Ihnen bereits sagte, stehen einige Passagen hier drin, die mich sehr interessieren. Wie soll ich mich ausdrücken? Einige Phrasen sind mir regelrecht ins Gesicht gesprungen. Endlich auf mit der Literaturbesprechung und sagen Sie mir, worum es geht. Warum sind Sie wirklich hergekommen? Was machst du da? Die Tür, sie scheint abgeschlossen zu sein. Was willst du denn im Arbeitszimmer deines Vaters? Ich habe gestern einige Unterlagen auf dem Schreibtisch liegen lassen. Also, wenn du irgendwo einbrechen willst, dann brauchst du nur mich zu fragen. Ich kenne mich da aus. Wirst du das Schloss jetzt mit einer Haarnadel öffnen und mich in grenzenloses Erstaunen versetzen? Versuch's doch mal mit einem Schlüssel. Darauf hättest du eigentlich auch selbst kommen können. Kommst du dir jetzt nicht albern vor? Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Es ist ein Trauerspiel, wie langweilig dieses Zimmer eingerichtet ist. Das Arbeitszimmer des Herrn und Meisters, vollgestopft mit Büchern, dem obligatorischen Schreibtisch aus Eiche und jeder Menge Tierköpfen an den Wänden. Du würdest dir doch keine Tierköpfe an die Wand hängen, oder? Tierköpfe bestimmt nicht, eher Köpfe von Verwandten. Aber ich dachte, das wären Verwandte, die Neuguinea-Capwells, stimmt das? Gina, auch wenn ich unhöflich erscheine, ich muss dich bitten, den Raum zu verlassen. Diese Unterlagen erfordern meine volle Aufmerksamkeit. Na sowas, der Himmel möge verhüten, dass ich mich länger als nötig in dieser männlichen Domäne aufhalte. Da raus, wir wollen doch wie nicht noch mehr Zeit verschwenden. Wie kannst du mir nachzuspionieren? Hast du mir etwa eine andere Wahl gelassen? Du bist ziemlich unzugänglich geworden, seit du zum Feind übergelaufen bist. Gina hat dir doch bestimmt gesagt, wo sie das Videoband versteckt hat. Also, wo ist es? Hast du schon was gehört? Das war der längste Tag meines Lebens. Ja, ich weiß. Der Nebel wird dichter. Bald werden die Rettungsmannschaften überhaupt nichts sehen. Sie werden die Suche wieder aufnehmen, sobald der Nebel sich belichtet. Weißt du, wie lange ein Boot sich da draußen halten kann? Ich sag dir, sie finden das Boot. Ich versuche mir auch einzureden. Wenn jemand so etwas überleben könnte, dann Cruz. Das glaube ich auch. Er ist einfallsreich und stark. Und genau darauf kommt es bei solch brenzligen Situationen an. Daran musst du immer denken. Mama, ich fühle mich so schuldig. Aber Liebling, warum denn? Ich müsste mich schuldig fühlen und das tue ich auch. Immerhin hat er da draußen nach mir gesucht. Weißt du, trotz der Sorgen, die ich mir um ihn mache, muss ich immer daran denken, wer bei ihm ist. Ich bekomme das einfach nicht aus meinem Kopf heraus. Ich mache mir Gedanken darüber, dass er und Victoria ganz allein da draußen sind. Ich meine, warum mache ich das? Bin ich vielleicht verrückt? Nein.
Ich sollte dankbar sein, dass Cruz nicht allein ist. Aber stattdessen hasse ich Victoria, weil sie bei ihm ist. Wann hat er sie eigentlich gebeten, ihn zu begleiten? Das weißt du doch gar nicht. Na, er hat von mir verlangt, das Boot zu verlassen und von ihr offensichtlich nicht. Und ich tue es auch noch. Ich habe es ihr leicht gemacht. Ich hätte es ihr beim besten Willen nicht leichter machen können. Eden, hör doch auf damit. Ich möchte nicht, dass du dich so aufregst. Mama, wenn Cruz das mit dir übersteht, dann wird es zwischen den beiden etwas geben, wovon ich nicht mal träumen könnte. Und ich kann nicht das Geringste dagegen tun. Guten Tag. Wie bitte? Ach, das war nur ein Gast. Nein, wirklich. Das musst du mir mal genauer erzählen. Tag, Mr. Capron. So ganz allein? Oh, hallo, Sissi. Alle Achtung, das ist wirklich ein sehr schönes Restaurant hier. Danke. Aber das Lob gebührt meiner Tochter. Ich werde es ihr ausrichten. Im Allgemeinen ist Lionel ja nicht gerade ein Freund der Geschäfte der Capwells, aber selbst er hat zugegeben, dass es das beste Lokal ist. Er muss es ja wissen. Kommt er auf? Ja, er sucht einen Parkplatz draußen. Ich finde, er ist ein ganz reizender Mann. Witzig, charmant, ein guter Begleiter. Lionel Lockridge? Wie viele Lionels kennen wir denn? Oh, ich bitte um Entschuldigung. Ich nehme an, dass meine Meinung nicht gefragt ist. Nein. Ich halte es nur für fair, vor ihm zu warnen. Aber das ist wohl nicht nötig. Aber wenn man an seiner Oberfläche kratzt, dann kommt nur Seichtheit zum Vorschein. Er ist immer noch auf dem Niveau eines 19-Jährigen. Aber ich habe gar nichts dagegen, wenn ein Mann jugendlich ist. Das sind Vorurteile, Sissi. Oh, nein, nein, das ist allgemein bekannt. Und der Umstand, dass die Capwells und Lockridges sich seit Jahrhunderten bekämpfen, hat natürlich rein gar nichts damit zu tun, nicht wahr? Da haben wir es ja. Wie konnte ich bloß vergessen, dass solche Männer auf dich schon immer eine gewisse Anziehungskraft hatten? Vielleicht bin ich reifer geworden, seit wir uns kennengelernt haben. Vielleicht bin ich nicht mehr so haltlos. Mr. Capwell? Nein, Caroline, das glaube ich nicht. Manche Menschen machen immer dieselben Fehler. Also, lassen Sie mal sehen. Was hatte Gina in meinem Haus zu suchen? Wir sollten sie doch gewähren lassen, Sir. Ja, das ist richtig. Mal sehen, wohin sie uns führt. Sie hat sich sehr intensiv mit ihrem Sohn unterhalten, Mason. Sie ist noch bei ihm. Sehr gut. Und bleiben Sie am Ball. Sie wird sich sicher selbst verraten. Ja, Sir. Da ist noch jemand, den Sie für mich überwachen sollen. Noch jemand, der wissen könnte, wo sich das Band befindet. Es ist Ginas Tochter. Ihr Name ist Lily Light. Gina lässt sich nicht für dumm verkaufen. Sie wusste, dass ich sofort misstrauisch geworden wäre, wenn sie mir die Tür nicht aufgemacht hätte. Und das wollte sie unter allen Umständen vermeiden. Natürlich wäre das anders gewesen, wenn sie gewusst hätte, dass du hier bist. Jetzt sag mal, bist du hier, um zu sehen, ob das Videoband noch hier ist, oder hast du selbst eine Verwendung dafür? Was könnte ich damit anfangen wollen? Jetzt hör aber auf, Lily. Du hast doch mitbekommen, wie viel man dafür geboten hat. Du könntest alles dafür bekommen, wenn du nur willst. Und von wem? Von meinem Vater oder vielleicht auch von mir. Eins würde mich mal interessieren, Mason. Was glaubst du, würde ich von dir haben wollen? Vielleicht meine Ergebenheit. Du gibst mir das Band und ich werde dich immer lieben, ehren und für dich sorgen. Nein, 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 das würde zu Gina passen, nicht zu mir. Ich werde mich hüten, mit dir irgendwelche emotionalen Geschäfte abzuschließen. Gut. Sag mir, wo sich die Kassette befindet und wir vergessen das Ganze einfach. Also hier ist sie nicht. Das glaube ich nicht. Ich nehme das Zimmer auseinander, wenn es sein Mach muss. Doch. Und du wirst mir dabei helfen. Wir werden jedes Buch durchblättern. Und jede dunkle Ecke, jeden Winkel durchsuchen. Was willst du eigentlich beweisen? Wieso? Ich werde gerade erst warm. Was starrst du so auf den Bücherschrank? Weißt du, was dahinter ist? Nein. Natürlich weißt du es. Gina hatte doch bestimmt von dem Tunnel erzählt. Der Tunnel, das wäre doch ein perfektes Versteck. Mason, nicht, das kannst du doch nicht machen. Lily! Lily! Lass mich hier raus, verdammt nochmal! Lily, ich warne dich! Gleich Sekunde. Noch einen kleinen Moment. Hier haben wir es. Die Geschichte reimte sich nicht zusammen. Miles schritt auf und ab, während sein Bruder Graham an einer Bierdose nuckelte. Es ist an der Zeit, abzuziegeln, sagte Graham.
Wollen Sie mir etwas Bestimmtes vermitteln? Ach hier, das ist es. Ja, jetzt habe ich's. Moment. Ich glaube, Seite 51 war es. Noch etwas Geduld, bitte. Graham sagte zu Miles... Verdammt noch eins. Das Mädchen ist weg, aber es wurde beobachtet, wie es in den Adlerhöhlen-Nachtclub gegangen ist. Ja, und? Wie kommen Sie auf das Wort, abziehen? Ich weiß nicht, das ist mir eingefallen. Oh, oh, das glaube ich Ihnen einfach nicht wirklich. Tja, Entschuldigung. Ich glaube, die Dame versteht nicht, was wir meinen, was? Pearl. Vielleicht sollten wir lieber... Hören Sie, ich will nicht unhöflich sein, aber ich möchte das Geschäft jetzt schließen. Einen Augenblick noch, bitte. Nur noch eine letzte Frage von einem großen Bewunderer. Nur noch eine Frage. Dieser geniale Einfall, diese Formulierung. Wie kommt man darauf? Adlerhöhle für den Namen eines Nachtclubs. Wie sind Sie darauf gekommen? Das nennt man Fantasie. Die meisten Schriftsteller kommen ohne sie nicht aus. Ich verstehe. Das kommt also einfach so. Kommt einfach so aus dem Nichts, wie man so schön sagt. Sie haben also Ihre persönlichen Erfahrungen nicht mit eingebracht oder auf die anderer zurückgegriffen? Ich meine, man greift Worte und Formulierungen von beiläufigen Gesprächen auf. Das ist kein Plagiat, müssen Sie wissen. Nein, natürlich nicht. Das habe ich auch nicht gemeint. Also... Haben Sie doch die Worte von jemand anderem gehört? Nein, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Oh, bitte, geben Sie sich Mühe. Ich möchte es so gerne Und wissen, ich möchte wirklich gern wissen, was an diesen Unwichtigkeiten so interessant ist. Wirklich. Oh, bitte. Pearl, das Geschäft ist geschlossen. Wir müssen gehen. Wenigstens einer von Ihnen ist vernünftig. Es war mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Mach dir keine Sorgen wegen Ihres Benehmens. Menschen werden manchmal etwas seltsam, wenn man sie dazu bringt, ihre Geheimnisse preiszugeben. Wenn sie wirklich ein Geheimnis vor uns verbirgt, verstehe ich das. Wir hätten ihr sagen sollen, wer wir sind. Ja, mag sein. Sie ist sehr hübsch. Ich möchte wissen, ob Brian sie auch hübsch findet. Warum versucht sie nur, ihn von uns fernzuhalten? Oh, keine Ahnung. Aber eines sage ich dir, ich find's raus. Froh, dass du endlich wieder wach bist. Du warst so still, dass ich mir schon Sorgen gemacht habe, dein Atem bekommt zu mir. Vielleicht lag das an dem Schmerzmittel, das ich dir gegeben habe. Ich fühle mich, als ob ich eine Woche lang geschlafen hätte. Nein, nein, nein. Es waren nur ein paar Stunden und du hast auch nicht die ganze Zeit geschlafen. Habe ich etwas gesagt? Nein, nein. Ich habe nur eine Weile gebraucht, dich zu beruhigen. Wir sollten uns so schnell wie möglich darum kümmern, ein Feuer anzukriegen. Es wird ziemlich kalt nachts hier draußen. Ja, eine gute Idee. Ich werde mich sofort darum kümmern. Nein, es kommt überhaupt nicht in Frage, dass du aufstehst. Bist du nicht völlig erschöpft? Ich mach das schon. Lass mich nur für dich sorgen. Hm? Nein, nein, ich will... Was? Was ist los? Cruz, was hast du? Was ist denn? Mein Kopf... Liebling, versuch jetzt wieder einzuschlafen. Dann geht es dir bald wieder besser. Vielleicht brauchst du etwas zu essen. Bist du sehr hungrig? Ich habe unten am Strand eine Überlebensration gefunden. Ich muss mal sehen, ob hier was Brauchbares drin ist. Ich glaube nicht, dass ich was essen kann. Fang du schon mal an. Ich habe auch keinen Hunger. Ich glaube, das Wichtigste... ist jetzt ein Feuer in Gang zu bringen. Ich gehe jetzt runter zum Strand und versuche, ein bisschen trockenes Holz zu finden. Ist gut, pass auf dich auf. Mach dir um mich keine Sorgen. Vielleicht siehst du jemanden, der uns helfen kann. Das ist unwahrscheinlich. Die Insel sieht aus, als ob sie nach der Sturmwarnung evakuiert worden wäre. Gut, dass wir den Leuchtturm gefunden haben, nicht? Ja. Ich würde gern wissen, wie lange wir hier bleiben müssen. Warum wird es hier jetzt schon mit mir langweilig? Wohl kaum. Mach dir keine Sorgen, Tori. Ich bin sicher, dass die Küstenwache schon nach uns Ausschau hält. Das glaube ich nicht. Es sieht schlimm aus draußen. Der Nebel ist so dicht, dass du nicht die Hand vor deinen Augen erkennen kannst. Aber sie werden nach uns suchen, sobald es möglich ist. Wir müssen nur ruhig sein und unsere Kräfte sparen.
Wir schaffen es schon, ich bin sicher. Ja, wir schaffen es bestimmt. Nach Möglichkeit werden wir die Suche gleich morgen früh wieder aufnehmen. Wo könnten Sie gestrandet sein? Gab es irgendwelche Hinweise darauf, als Sie die Suche abgebrochen haben? Das wollte ich Ihnen gerade sagen. Was? Wir haben Wrackteile und Treibgut von dem Patrouillenboot gefunden. Wo? Etwa 100 Meilen draußen. Aber das ist ein gutes Zeichen. Dadurch können wir besser nachvollziehen, wo sich das Rettungsboot befinden könnte. Hoffentlich ist es ihm gelungen, ins Rettungsboot zu steigen. Wie ich die Sache sehe, ist Inspektor Castillo ein sehr fähiger Mann. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass er das Rettungsboot zu Wasser lassen konnte, bevor sein Boot versank. Ja, aber da draußen inmitten der Dunkelheit ganz auf sich allein gestellt. Es gibt Menschen, die tagelang in Rettungsbooten überlebt haben. Jedenfalls danke ich Ihnen, dass Sie sich persönlich hier bemühten. Würden Sie mich anrufen, wenn Sie die Suche fortsetzen? Natürlich. Gute Nacht, Miss Capo. Gute Nacht. Also, CC ist der Meinung, dass Sie sich in Gefahr begeben, nur weil Sie einmal mit mir essen gehen. Das ist nun wirklich nicht das erste Mal, dass wir zusammen essen gehen. Und das haben Sie ihm erzählt, ja? Wahrscheinlich hat er das vermutet. Also, ich bin sicher, der vermutet hinter allem irgendetwas. Ich hoffe doch, Sie haben ihn aufgeklärt. Über was? Wissen Sie, im Grunde genommen interessiert mich seine Meinung nicht. Im Gegenteil, aber... Es hat doch keinen Sinn, ihn glauben zu lassen, dass sich zwischen uns eine Beziehung entwickelt. Ich neige nicht dazu, Bekenntnisse über Beziehungen abzulegen. Mögliche oder unmögliche. Schon aus Furcht davor, dass ich mich dann Lügen strafen könnte. Caroline, ich dachte, dass wir beide Freunde sind. Freunde, nichts als Freunde. Aber Lionel, wir beide haben uns unglaublich viele Dinge gesagt. Und es gäbe da sicher noch viel, viel mehr. Zum Beispiel? Ich weiß nicht, vielleicht bilde ich mir das alles nur ein. Ich bin bekannt dafür, dass es bei mir immer etwas länger dauert. Sie können ehrlich zu mir sein, nur sagen Sie es. Sie haben nichts Besonderes gefühlt. Nicht mal ein Fünkchen. So etwas habe ich nie gesagt. Wie es auch sei, ich weiß, dass jeder Funke auch immer mit Feuer zu tun hat. Das habe ich selbst erfahren müssen. Tja, so schlimmen Erfahrungen darf natürlich nicht widersprochen werden. Caroline... Behandeln Sie mich nicht wie ein Kind. Sie wissen nicht mal, was ich sagen wollte. Ich weiß, dass Sie etwas Nettes zu mir sagen wollten. Ich wollte sagen, möglicherweise befinden wir uns nicht in der richtigen Umgebung, um solch ein Gespräch zu führen. Ein Gespräch hat nur dann einen Sinn, wenn es etwas gibt, worüber man redet. Vielleicht gibt es etwas. Warum gehen wir nicht zu mir und finden es heraus? Komm schon, Lilly, meine Süße. Onkel Kies wartet. Wann bist du gekommen? Ich hab die Tür nicht weißt gehört. Weißt du, ich war neugierig. Ich konnte nicht anders. Bitte sei mir nicht böse. Warum denn? Ich musste wissen, wo das Band ist. Ich musste wissen, ob es existiert. Aber Mason hat mich verfolgt. Und du hast ihm die Tür aufgemacht. Du warst die ganze Zeit in dem Zimmer? Ja, er hat mich gefunden, nachdem du gegangen warst. Es war ihm sofort klar, was ich da mache. Er wollte mich zwingen, ihm das Versteck zu verraten. Aber du hast es ihm doch nicht gesagt. Nein, natürlich nicht. Er öffnete die Geheimtür vom Bücherschrank. Er sagte, da sei ein Tunnel versteckt. Ja. Er ging rein, weil er glaubte, dass das Band da ist. Und dann habe ich die Tür zugemacht. Du hast ihn dort eingesperrt. Sehr gut, das hat er verdient. Ich werde mich jetzt um die Kassette kümmern, damit er sie nicht doch noch findet. Nicht nötig, ich habe sie hier. Eine gute Idee. Gib sie her. Was ist hier los? Bringst du deine Verwandten auch schon hierher? Was geht hier vor? Ich wollte gerade gehen. Ich komme mit. Du bleibst hier. Dir ist doch sonst immer so viel daran gelegen, hier zu sein. Warum unterhalten wir uns nicht ein bisschen? Ich weiß, dass Sie es eilig haben und ich will Sie nicht lange aufhalten. Wenn Sie mir also das Band geben, können Sie unbehelligt weiterziehen. Was soll das? Wovon reden Sie überhaupt? Ich habe gesehen, wie Sie es eingesteckt haben. Also her damit. Und zwar ein bisschen plötzlich. So, damit und zwar ein bisschen plötzlich. Her! Oh, 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 die bringt mir einen Fuß.
Das ist purer Unsinn. Es gibt nichts zu bereden. Los Angeles ist doch viel zu weit weg. Ich halte es für besser, wenn wir beide hier heiraten. Dafür ist es zu spät. Nein, es ist nicht zu spät. Ruf die Trinity-Kirche an. Es ist eine Kathedrale. Ruf an und sag ihnen, dass du es dir überlegt hast und dass du doch lieber hier heiraten möchtest. Warum tust du das? Warum tut er das? Er ist ihr Ehemann in Spee, das sollten Sie doch besser wissen. Geht es um Geld? Ist die Beförderung der Gäste dem Bräutigam zu teuer? Ich finde es ein bisschen kompliziert. Es wird ihr zu teuer, willst du damit sagen? Das ist doch eine Lappalie. Wenn es um Sophia ginge, dann hättest du einen Jumbo-Jet genietet. Wir reden jetzt nicht von Sophia, sondern von dir. Es steht im Vertrag, Sissi. Meine Hochzeit. Wie ich sie will, wo ich sie will und wann ich sie will. Du denkst wohl, ich lasse mir das nehmen. Ich bekomme genau das, was mir zusteht. Ich bereue, dass wir sie nicht auf der Insel zurückgelassen haben. Wäre sie doch im Flugzeug vermodert. Ach, ich habe es so satt, immer wieder kämpfen zu müssen. Halte nur noch ein wenig durch. Wir kriegen sie noch. Wohin gehst du? Sissi! Sag mir, wo du hingehst! Sissi! Was machst du denn? Ich will telefonieren. Ich brauche einen Zwischenbericht von dem Detektiv. Was? Über wen? Ich habe dafür gesorgt, dass Lily Light beobachtet wird. Genau wie Gina. Ich will wissen, wo sie sich rumtreiben. Beth, bist du das? Lass mich hier raus! Mason? Was macht er denn da drin? Mason, was zum Teufel hast du da zu suchen? Wo ist Lily? Sie war gerade noch in der Eingangshalle. Ich wollte sie noch fragen, was sie hier zu suchen hat, aber da war sie was schon weg. Du hast sie gehen lassen. Sie hat das Band dabei. Was? Gina muss ihr was gesagt haben. Sie war hier im Zimmer und hat es offenbar gefunden. So ein Nehmen verdammter wir mal Mist. An, es wäre noch hier. Nein, sie wird es mitgenommen haben, nachdem sie mich eingeschlossen hatte. Wo ist das Band bloß versteckt gewesen? Darauf kommen. Ich werde mich auf die Suche nach Lily machen. Die kann was erleben. Meine Leute finden sie viel schneller als er. Also bilde ich mir das ein oder lacht das blöde Ding uns etwa aus? Mir ist ziemlich kalt geworden. So ein Kaminfeuer ist doch herrlich. Das sagen Sie, weil Sie wissen, wie gut Sie im Schein des Feuers aussehen. Daran habe ich nicht gedacht. Ich glaube einer schönen Frau nie, wenn sie behauptet, nicht zu wissen, wie bezaubernd sie aussieht. Oh nein, nein, jedermann kann zu einer Frau sagen, sie sei bezaubernd. Allerdings glaube ich nur wenigen Männern, dass sie es auch so meinen. Ich will Ihnen gar nicht schmeicheln. Übrigens glaube ich auch nicht, dass Sie darauf reinfallen würden. Und Sie? Das habe ich mir abgewöhnt. Es hat sich einiges verändert seit... Seit sie sie verlassen hat. Und damit man nicht so verletzbar ist, muss man Wege finden, um Schicksalsschläge zu vermeiden. Und der Trick ist, sich nicht den Weg zu etwas Schönem zu verbauen. Was ist etwas Schönes für Sie? Wovon träumen Sie? Von nichts Besonderem. Was ist es? Sagen Sie es mir, na los. Na gut. Ich möchte mich um jemanden kümmern, nicht nur um mich selbst. Ich will es genießen, dass jemand in meinem Leben an erster Stelle steht, verstehen Sie das? Und noch eines wäre mir sehr wichtig. Ich will nicht den Rest meines Lebens alleine sein. Zu Hause bist. Geh jetzt nicht weg. Ich komme gleich rüber. Mach schnell. Ich glaube, mir ist jemand gefolgt. Keine Sorge. Ich bin schon unterwegs. Hm.
Lilly! Ich wäre schon bei dir drin, wenn mein Fuß nicht so kaputt wäre. Das wirst du mir büßen, du Miststück. Und deine Mama wird dir auch nicht mehr helfen können. Lilly! Ich bleibe hier, bis ich habe, was ich haben will. Es ist schwarz, hat vier Ecken und es kommt aus Japan, verstehst du? Ich werde dich zerquetschen, wenn du nicht sofort die Tür aufmachst. Mach auf! Was ist los? Ich weiß nicht, nichts. Ich dachte, heute Nacht wollten wir nicht an morgen denken. Vielleicht wollte ich nur, dass Sie denken, ich sei so. Nicht doch. Ich lasse mir von niemandem sagen, was ich denken soll. Heute Abend haben wir über wichtige Dinge gesprochen und über andere haben wir uns hinweggesetzt. Wie zum Beispiel, dass wir uns versprochen hatten, nur Freunde sein zu wollen. Es hängt im Leben viel davon ab, dass man den anderen achtet, finden Sie nicht? So wie Sie es bei meiner Tochter machen. Ich habe diese Neigung dazu, immer nur für den Moment zu leben. Und das hat auch viel Spaß gemacht. Aber es ist nicht immer das Beste für mich gewesen. Hängt das nicht davon ab, mit wem man diesen Moment verlebt? Lionel, ich fühle mich sehr zu Ihnen hingezogen. Aber im Gegensatz zu sonst will ich diesmal nichts falsch machen. Wir alle machen Fehler. Wollen Sie sagen, dass ich einer davon bin? Nein. Aber wissen Sie, es gibt Momente, wo man die Chance hat, Fehler wieder gut zu machen und ich glaube, dass genau jetzt ein solcher Moment für mich da ist. Und wenn ich jetzt die Dinge wieder überstürze, dann verpasse ich vielleicht meine Chance. Sie bedeuten mir zu viel, Lionel, als dass ich Sie als Lückenbüßer benutzen will, nur weil ich allein mein Leben nicht in den Griff kriege. Sie reden über Jane. Mag sein. Aber ich glaube, es geht darüber hinaus. Tut mir leid, wenn ich mich so unklar ausdrücke. Es geht mich zwar nichts an, aber geht es da auch um Alice? Lionel, ich glaube, ich sollte jetzt gehen. Caroline. Nein, nein, danke. Vielen Dank, Sie brauchen mich nicht hinaus zu begleiten. Seien Sie nicht böse. Ich kenne den. Los, sieh mal, was ich gefunden habe. Was hast du? Was ist los? Sind die Schmerzen schlimmer geworden? Was ist denn? Cruz. Meine Augen, sie tun so weh. Es wird schon werden. Mir platzt fast der Kopf. Bleib schön liegen. Rühr dich nicht vom Fleck. Ganz ruhig. Ich kann nicht sehen. Ganz ruhig. Das sind die letzten Spritzen, die wir haben. Ich sehe nichts. Gleich wird es besser gehen. Ich komme. Halte durch. Ich bin ja da. Du musst ruhig liegen. Du musst jetzt ganz, ganz still halten, wenn ich das hier mache. Versprochen? Ja. Es wird nicht wehtun, hörst du? Also, bist du soweit? Miss Capwell? Miss Capwell? Kann ich irgendetwas für Sie tun? Nein, danke.
Sie müssen nicht hier bleiben. Es ist soweit alles unter Kontrolle. Ich weiß. Verzeihen Sie mir, aber wären Sie nicht besser zu Hause aufgehoben? Vielleicht. Aber ich weiß nicht, habe ich noch ein Zuhause? Seien Sie bitte nicht böse. Das Geschäft ist bereits geschlossen, das wissen Sie doch. Nur noch 5 Minuten von Ihrer Zeit, mehr will ich nicht. Hören Sie, davon haben Sie bereits mehr als genug gehabt und ich weiß nicht einmal, warum ich das tue. Vielleicht wissen Sie, dass ich eigentlich nicht als Verehrer hier bin. Der Grund ist zwar das Buch, aber ich bin nicht den weiten Weg nach Big Sur gefahren, nur weil ich auf der Suche nach einer guten Erzählung war. In Wirklichkeit will ich wissen, ob Sie einen Mann mit dem Namen Brian Bradford kennen. Was tust du denn hier? Kennst du das wieder? Wieso? Sollte ich? Die gehört deiner lieben Tochter. Da war mal ein Videoband drin und das ist verschwunden. Hörst du mir zu? Du hörst nicht zu. Da war ein Videoband drin und offensichtlich ist sie damit abgehauen. Ich habe das ganze Zimmer auf den Kopf gestellt. Das ist deutlich zu sehen, Kies. Das scheint dich ja nicht besonders aufzuregen. Doch, ich bin wirklich böse. Ich werde ein paar Stunden brauchen, um es wieder herzurichten. Ich meine aber nicht dieses Zimmer, verstehst du mich? Ich meine was anderes. Ich spreche über deine allerliebste Tochter. Sie hat das Band. Beunruhigt dich das überhaupt nicht? Nein. Also wirklich, das ist wundervoll. Kommen Sie näher, Herrschaften. So sind Familien, wie sie wirklich sind. Hier sehen Sie Vertrauen. Sag mal, bist du noch bei Sinnen? Lilly würde deine Seele verkaufen, bevor du auch nur einmal mit den Finger schnippen könntest. Hast du das nicht kapiert? Danke für die Warnung, Kies. Du kannst jetzt gehen. So ist es richtig. Lass das Licht der Freundschaft erstrahlen. Wirklich wunderbar. Warte ruhig, bis sie wiederkommt. Aber dann wartest du, bis du schwarz bist. Darauf gebe ich dir mein Wort. Lilly weiß, dass ich alles, was ich kriege, mit ihr teilen werde. Sie hat keinen Grund, das Band für sich zu behalten. Ja, das kenne ich schon. Gerecht teilen. Sag mal, glaubst du wirklich, dass Lilly etwas mit ihr teilen würde? Genau jetzt kriegt sie ein Angebot offeriert, und zwar von CC, verstehst du? Sie sitzt jetzt da drüben bei ihm, schlürft seinen Brandy und stößt auf das gelungene Geschäft mit ihm an. Wer kommt denn da? Ja. Hier hätten wir Hänsel und Gretel und das da ist die Hexe. Fabelhaft. Haben Sie Ihre Wunschliste mit? Ich habe eine, da steht ein Videoband drauf. Auf Ihrer steht übrigens auch ein Videoband drauf. Wäre doch lustig, wenn auf Ihrer auch ein Videoband stehen würde, oder nicht? Wo ist Lilly? Sie ist offensichtlich nicht hier, Mason. Hat sie das Videoband immer noch? Wenn sie nicht dumm ist. Wenn sie nicht dumm ist, sollte sie es der Polizei übergeben. Niemals. Sie hebt es für mich auf. Da wäre ich nicht so sicher. Wenn sie es zurückbringen wollte, wäre sie bestimmt schon lange wieder hier. Aber sie war schon hier. Sie ist weggelaufen. Kies hat ihr Angst gemacht. Sobald du von hier verschwunden bist, dann kommt sie zurück. Da bin ich sicher. Glaubst du wirklich, was du sagst, ja? Ja, wir sind eine Familie, Lilly und ich. Wir beide betrügen uns nicht. Ich bin beeindruckt. Sie hat gute Arbeit geleistet. Was willst du damit sagen? Sie hat behauptet, dass sie es schaffen könnte, aber ich habe ihr nicht geglaubt. Mal wieder so ein Trick. Ich muss mir das nicht anhören. Immerhin ist es mir schon schwer genug gefallen, sie davon zu überzeugen, sich deiner Gegenwart auszusetzen. Weißt du, sie hatte Probleme damit, dass du sie immer wieder mit deinen mütterlichen Umarmungen traktiert hast. Aber ich konnte ihr klar machen, dass sie dein Vertrauen gewinnen muss. Und dass sich ihr eine neue Welt eröffnet, wenn sie erst mal das Band in ihren Händen hat. Ich glaube dir kein Wort. Wir hatten alles geplant. Lillys beste Rache war, dir das wegzunehmen, was du am allermeisten brauchst. Und genau das hat sie auch getan. Das ist nicht wahr. Ich habe sie vor einer Weile im Haus deines Vaters getroffen. Sie wollte mir das Band geben, aber CC kam gerade herein und es ging nicht. Sie war gerade dabei, es mir auszuhändigen. Ach, wirklich? Und dann hatte sie die Chance, sich aus dem Staub zu machen und die hat sie genutzt. Hallo, Lilly. Weißt du, Gina und ich haben gerade über dich geredet. Ich habe gesagt, dass du hoffentlich vernünftig bist und das Band zur Polizei bringst. Aber eigentlich ist es ganz egal, was du damit machst. Solange du es nur nicht Gina gibst. Nur ein Narr würde sich auf ihre Seite stellen. Sie macht Versprechungen und dann verlässt sie dich. Genau wie damals, als du noch ein kleines Mädchen warst und so hilflos, um dich Lilly, dagegen zu wehren. Nicht auf ihn, bitte. Jetzt kannst du sie endlich heimzahlen, Lilly. Ich rate dir, wehr dich gegen sie, bevor sie dir wieder wehtut. Lilly, Lilly, du weißt doch, dass ich das nicht tun würde. Das glaubst du mir doch. Ich würde... Sie hat einfach aufgelegt. Wohin gehst du? Ich habe die Geräusche im Hintergrund gehört. Ich weiß, wo sie ist. Zum Glück habe ich als Bezirksstaatsanwalt die gesamte Polizei zur Verfügung. Und ich werde mich darum kümmern, dass die ganze Gegend abgesucht wird. Wo? Welche Gegend? Gute Nacht, Mutter. Gut, ich treffe Sie dann da.
Ich fahre zu der Strandbar, wo Ted immer hinging. Sie sagen, Lilly hat von da aus telefoniert. Gut, ich begleite dich. Nein, du bleibst hier für den Fall, dass Gina anruft. Ich werde dich wissen lassen, ob Lilly das macht. Nein, warte, lass mich bitte nicht Sophia, hier. Ich ertrage bitte. Es nicht, so untätig bitte, zu sein. Du musst etwas mehr Geduld haben, bitte. Ach, und bete nein. Für gute Nachrichten. Ach, ich habe es langsam satt, immer nur zu beten. Wann kam dieser Anruf? Wann? Kurz vor 7 auf dem Privatanschluss. Wer war's? Das konnte ich noch nicht feststellen. Er hatte Informationen für die Capwell. Was? Er sagte, dass er Lily Light zur Strandbar gefolgt ist. Ist sie jetzt noch da? Ja, sie ist noch da. Wo steckst du? In der Snackbar am Strand, in der Nähe der Capwells. Beeil dich. Dass du dich nicht von der Stelle rührst. Ich bin gleich da. Lilly? Oh, Gina, Gott sei Dank, dass du... Gib es her. Was? Das Videoband. Na los, beeil dich, bevor du es dir anders überlegst. Warum sollte ich meine Meinung ändern? Warum sagst du das? Das habe ich von Mason. Er hat mir von eurem Plan erzählt. Du solltest ihm nicht glauben. Vielleicht sollte ich lieber dir nicht glauben. Die Liebe zu dir macht mich blind. Du könntest mich belogen warum haben. Warum denn? Du meine Güte, warum glaubst du wohl, dass ich hier bin? Ich weiß nicht, vielleicht hast du Sissi geholt. Vielleicht lauert er hinter den Büschen und wartet darauf, mich auf frischer Tat zu ertappen. Oh, Gina. Du willst, dass ich dir traue, aber du traust mir nicht. Du rennst rüber in das Haus der Capwells, nur um mir das Band vor der Nase wegzuschnappen. Wenn du es nicht weggenommen hättest, wäre es noch in Sicherheit. Tut mir leid, vielleicht war das ein Fehler. Vielleicht wolltest du das Band doch nur für dich allein Nein. haben. Du erzählst Mason das eine und mir das andere. Du drehst dein Fähnchen wohl immer nach dem Wind, oder wie? Jetzt tust du genau das, was Mason vorausgesagt hat. Du wendest dich gegen mich. Ich versuche nur, mich selbst zu schützen. Und du wirst das nicht verhindern. Ich habe mein Leben heute für dich aufs Spiel gesetzt. Du hast nichts Besseres zu tun, als auf mir herumzutrampeln. Es geht dir nur um dieses blödsinnige Band. Es gehört mir. Gib es her. Ich habe hier noch etwas von dir, Gina. Willst du es sehen? Bradford? Brian Bradford. Sehen Sie, er ist der Grund dafür, warum ich Sie nach diesen Passagen in diesem Buch gefragt habe. Er hat früher oft diese Worte gebraucht. Ich kenne keinen Brian Bradford. Vielleicht unter anderem Namen. Das wäre doch möglich. Ich habe hier ein Bild von ihm. Es wurde vor etwa 6 oder 7 Jahren gemacht. Er kann sich nicht sehr verändert haben. Das sagt mir überhaupt nichts. Sehen Sie genau hin, bitte. Manchmal lassen sich Männer Bärte wachsen oder Schnauzer, wissen Sie? Tut mir leid, ich bin mir nicht sicher. Es muss nicht unbedingt eine lange Bekanntschaft gewesen sein. Ich meine, es könnte genauso eine flüchtige Begegnung gewesen sein für einen Abend. Mag sein, damals in New York. New York? Ja, ich habe da mal gelebt. Ich war sehr viel unternehmungslustiger. Ich meine, es gab Partys und Single-Bars und ich habe eine Menge Männer kennengelernt. Oh, Brian kam ursprünglich von der Ostküste. Es wäre möglich, dass es ihn wieder dahin gezogen hat. Wer ist er? Warum sind Sie so wild darauf, ihn zu treffen? Er ist mein Bruder. Ich vermute, dass Sie ihn lange nicht gesehen haben. Nun, es würde mir ungeheuer viel bedeuten, ihn wiederzusehen, verstehen Sie? Tut mir leid, Mr. Bradford. Auch wenn ich ihm begegnet wäre, ich wüsste nicht mehr wo oder wann. Tun Sie mir einen Gefallen. Nehmen Sie das Foto. Behalten Sie es. Ich würde mich freuen, wenn Sie es sich gelegentlich anschauen. Ich wohne in der Pine Mountain Lodge, die Straße runter. Ich bin noch ein paar Tage da. Und wenn Ihnen etwas einfällt, bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung, ja? Mr. Bradford, ich... Bitte. Also gut. Thank you.
Bruce, geht's dir gut? Baby. Komm zu mir. Ich liebe dich. Nein, nein. Ich liebe dich. Bitte. Was mache ich?